Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich kann es einfach nicht mehr aushalten vor Spannung. Ich muss hier loslegen. Es ist leider Gottes nicht möglich, hier noch länger zu warten. Ich habe gerade eben die Info bekommen, dass wir nochmal etwas später starten. Das Qualifying ist noch mittendrin, aber das dauert noch 47 Minuten. Aber ganz ehrlich, ich kann es mir nicht mehr... Ja, ich sitze hier schon seit 2 Stunden und schaue diesem ganzen Treiben zu. Und ich finde es faszinierend, ganz, ganz faszinierend, dass hier wohl bis zu 36 Leute hier heute Abend auf der Nordschleife mit der historischen Formel 1 von 1979 hier auf der Touri-Version der Nordschleife ihre Runden drehen wollen. Ich kann es nicht glauben, ganz ehrlich, es ist mir absolut ein Rätsel, wie man sich sowas antun kann. Die Jungs haben ihre Schadenseinstellungen, wenn ich das richtig gesehen habe, auf 50%. Vorhin wurde mal im Live-Dingelskirchen hier, im Live-Timing wird angezeigt, es sind 30%. Aber ich habe hier schon Räder fliegen sehen und alles Mögliche. Und die Jungs haben gestern wohl ein Festevent gefahren. Und dort wurde mit 17 Leuten gestartet. Von denen sind wohl 4 oder 5 ins Ziel gekommen. Also es wird uns einiges bevorstehen hier heute an Action. Wahrscheinlich doch mehr Action von Ausfällen und Unfällen als jetzt wirkliche Renn-Action. Aber natürlich ist auch die Nordschleife immer gut für tatsächliche Renn-Action. Und wir sind mal wirklich gespannt, was die Jungs hier heute Abend in den Boden stampfen. Also ich bin aufgeregt wie ein Bettnässer, ganz ehrlich. Ach nee, ein Schelm tut man sich wie ein Bettnässer. Wie aufgeregt bin ich denn? Also ich bin jedenfalls ganz doll aufgeregt. Und ja, kann es nicht anders sagen. Also erstmal hoffe ich, dass ihr alle Weihnachten gut überstanden habt. Wer immer noch nicht weiß, wo ihr seid bei Simrace.TV. Mein Name ist Lutz Enger. Ich werde heute Abend hier durchs Programm führen, obwohl ich weder die Liga kenne, noch irgendeinen dieser Fahrer, die auch noch teilweise Nicknames benutzen, obwohl es angesagt wurde, aber da ist so eine PLR zu ändern oder sich ein neues Profil anzulegen, das ist natürlich ein bisschen viel verlangt. So kurz, so 4, 5 Tage vor so einem Event, das kann nun mal nicht jeder. Da haben wir Verständnis für und ja, was soll man machen? Also jedenfalls großartig, was hier abgeht. Ich zeige euch mal so gerade eben die Grid hier. Also momentan 28 Fahrzeuge, also allein das würde ja schon reichen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da noch dazukommen. Es ist zumindest ein offenes Qualifying, die Fahrer sehen sich oder die Autos sehen sich untereinander. Und wir gucken mal, wir haben hier gesehen, jetzt muss ich erstmal wieder mal Live-Timing gucken. Genau. Ach du meine Nase, jetzt stehen hier irgendwelche... Das kann ja kein Mensch lesen. Was ist das denn für ein Kiki? Ich denke, das ist so toll, dieser Live Racers. Also, David Consolaro im Ligier ist momentan mit einer 656-505 Touri-Version, wie gemerkt, 20 Kilometer oder 19, ja, irgend sowas, auf der vorläufigen Pole. Hinter John Bieler, Federico Caradore. So, und dann sind hier ein paar Jungs dabei von der ISR. Ich weiß jetzt nicht genau, welche ISR das ist. Ich kenne nur den International Sim Racing Club. Das sind die Truppenteile, die irgendwie die FSR veranstalten. Oder zumindest ging das daraus mal hervor. Keine Ahnung, ob die das sind, aber werden wir sehen. Klingt aber, wahrscheinlich sind das Italian Simracer, ja, ich denke mal schon, ja, das wird mit dem Schweizer Club nichts zu tun haben. Jetzt geht meine Kaffeemaschine aus, das ist jetzt aber wirklich der völlig falsche Streitpunkt. Ja, egal, so, da haben wir jedenfalls einen Basti Nazzo, haben wir da, und einen Lucchini auf Platz 5, und dann haben wir den, ach Gott, oh Gott, Cristoforo Colombo, oder Colombo, auf der 6, auf der 7, Alberto Bacino, auf der 8, Didier Coghella, 9, Mauro Mariani, Pino Galotta auf der 10. Ja, man beschränkt mal das auf die Top 10. Und wenn ich das hier so richtig sehe, die Jungs von der ISR, die scheinen ja ganz flott zu sein, weil die schnellsten Rundenzeiten wurden hier gefahren. Ah, okay, ja, mit 41 Sekunden, das war mit Sicherheit
ja, einmal rund um die Box oder so. Ne, 6 Minuten 32 und wir haben jetzt die Pole bei 6 Minuten 56. Also da wird noch einiges passieren. Ich gehe mal davon aus, dass die hier mit Sprit unterwegs sind. Und ich kann nicht genau sagen. Ich weiß, wir sind vor ein paar Jahren mal in der F1 Racing League ebenfalls diese Mod gefahren. Und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Sehr, sehr realistisch. Oder ja, sehr schwierig zu fahren, diese Autos. Und dann hier noch auf der Nürburgring Nordschleife. Ich weiß nicht, was der Veranstalter sich dabei gedacht hat. Auf jeden Fall werden wir alle ganz, ganz, ganz viel Spaß haben. Das verspreche ich euch. So, bevor wir hier überhaupt irgendwie nochmal in die Ernsthaftigkeiten eingehen, ich habe gar keine, aber man kann es ja mal so sagen, spiele ich euch ein Video ein. Das wiederum liegt mir sehr am Herzen, weil es ist den aus der Schmiede der Kunosch Simulazioni aus Vallelunga in Rom. Und die Jungs haben etwas Neues im Petto. Die meisten von euch haben den Trailer wahrscheinlich schon gesehen. Allerdings, zumal er ja auch bei Simracing.org auf der Webseite steht und auch bei Simrace.TV und auch bei der F1 Racing League und bei Online-Motorsport.com und auf Facebook und. Nichtsdestotrotz zeigt man hier auch nochmal, weil es ist nicht nur ein hammergeiler Trailer und wer genau hinguckt, der sieht, was da Geiles im Kommen ist. Also, eine Minute Silenzium und schaut hier bitte rein. Ich bin gleich wieder da. Das Logo kann man gar nicht lange genug stehen lassen. Wir gehen trotzdem wieder live auf die Strecke. Ja, wie gesagt, auf Stream 3 beginnt in circa 20 Minuten der Stream in Italienisch italienischen Kommentatoren. Ich hatte gehofft, dass wir hier noch einen Co-Kommentator rankriegen, aber das hat nicht so richtig geklappt. Macht aber jetzt auch nicht so wirklich, ist nicht so wirklich schlimm. Das ist nicht der erste Stream, den ich alleine mache. Völlig unvorbereitet. Gut. Aber nichtsdestotrotz, wir werden hier jede Menge Spaß haben und, ja, was soll man sagen, also Nordschleife und dann auch noch Formel 1. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass so etwas gefahren wird. Und wir gucken das mal. Ich hoffe, der Junge fährt hier noch eine Runde. Geht jetzt hier auf die Gezeitete und jetzt machen wir das auch mal ein bisschen ruckelfrei, sehe ich gerade. So, jetzt gucken wir mal hier in dieses sensationell geile Cockpit. Wir sehen leider keine Geschwindigkeiten, aber das ist jetzt auch nicht so das Drama, müssen wir auch nicht haben. Aber man sieht schon am Speed, das ist hier ganz was anderes. Also erinnern wir uns an unsere 24 Stunden Origin PC Porsche Events hier auf der Nordschleife. Da war nicht mal Ansatz, da sind wir irgendwie auf 250 gekommen. Gut, das war auch nicht die Touri-Version und wir sind trotzdem irgendwie unter 8 Minuten, deutlich unter 8 Minuten gefahren mit den Porsches. Aber nichtsdestotrotz, wir dürfen nicht vergessen, diese Autos sind ja etwas älter, nicht? Also die muss man auch ein bisschen vorsichtig dagegen schaukeln, weil ein Upsala, schön abheben hier, ganz wunderschön. Ja, das ist natürlich eine heiße Kiste und... Also ich möchte da nicht im Cockpit sitzen, also nicht mal virtuell, geschweige denn real. Ja, also großartig die Geschichte. So, steigen wir und genießen
Oder genießen wir und schweigen wir? Ups, und da kommen wir im Verkehr. Nee, wir schweigen nicht. So, wollen wir mal gucken, ob die Jungs hier brav Platz machen, wenn hier nämlich einer auf der schnellen Runde ist. Weil ganz ehrlich, bei den Geschwindigkeiten hier ist nicht mal mit irgendwie mal, ja, ich will mal hier vorbei oder so. Das ist ganz, ganz, ganz schwer. Ja, und da ist die Runde hinüber. Jetzt lässt dann vorbei, aber naja, hinüber bei der Streckenlänge kann man so auch nicht sagen. Aber ihr seht, die Curbs werden mal weitestgehend gemieden. Logisch, das ist im Tourenwagen schon dramatisch. Aber hier ist es eine Katastrophe. Ich hoffe, wir haben ein paar Zuschauer. Ja, 24, da sagt mal Leute, ey. Also ein bisschen, also geht mal in eure Schlafzimmer da, holt mal die Schnarchnasen von Simracern aus euren Communities, die sollen sich das mal hier angucken. Das sind Männer! Versteht er? Ja, genau. Da qualmte eben einer, aber das hat ihn hier gar nicht wirklich beeindruckt. Da qualmt der Nächste. Uiuiuiuiuiui. Ja, das ist hier schon richtig, da ist schon richtig was los. Es wäre ja gar so schön, wenn wir mal Geschwindigkeiten hätten hier. Vielleicht klicke ich nachher mal eine Runde bei jemandem auf Fahren, so dass ich den Tacho hier einblenden kann. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. So, wir sind jetzt hier bei Lorenzo Aristi. Genau. Also Topspeed hier wird es im Lifetiming wird es angezeigt. Topspeed sehen wir hier. Bei Michele Borghisani sehen wir den Topspeed bei 313. Das ist, glaube ich, der höchste. Die anderen haben so 303, 306, 308. Ja, sowas. Manche sogar unter 300 km/h. Die sagen sich, ich will mal lieber hier etwas mehr Flügel. Und wenn ich mir so angucke, was die Jungs hier trainiert haben. 500 Runden. Alter Schwede, hier ist der Lorenzo, bei dem wir hier gerade waren. Der hat 678 Runden. Na sag mal, haben die alle keine Frauen oder was? Das ist ja unglaublich. So, da hinten qualmt auch der Nächste. So, ISR Barbara, ach nee, Baraba auf der 1. Dann haben wir hier den Lorenzo, der eben, den wir eben schon zugeschaut haben, der ist auf die 2 gefahren. Oh, genau, da geht raus. Und seid mal hier schön, gebt mal schön Gas, Jungs. Parkt noch einer rechts. So, dann gucken wir mal hier wieder ein bisschen so in die anderen Camps rein. Was ein Wahnsinn. Was ein Wahnsinn. Also ich bin ja wirklich mal gespannt. Allein der Rennstart hier. Der Touri-Start. Leute. Also, naja, wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen, was uns die Herrschaften hier an Unterhaltung bieten. Ich bin relativ sicher, dass es auf alle Fälle sehr kurzweilig wird. Meines Wissens werden, glaube ich, 6 Runden gefahren. 5 oder 6 Runden. Ich muss erst mal gucken hier. Irgendwo stand das. Sechs Laps. Ja, also 6 Runden werden gefahren. Von daher alles relativ schmerzbefreit. Und wir hoffen, dass das hier eine coole Nummer wird. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob auf Stream 3 schon was passiert. Aber ich kann es momentan auch nicht, oder möchte es nicht nachschauen. Hier auf Stream 1 passiert es auf alle Fälle in Deutsch. Und jetzt haben wir hier auch die ersten Knallerzeiten. 6:32. So, wer ist denn das jetzt hier eigentlich? Da haben wir... Ach, der ISR Baraba. 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 So rum. Hat ja ein Doppel-B. Doppelweiches B. Ne? Ihr lieben Sachsen. So, und dann wollen wir mal gucken, was Mr. Arisi hier macht. Auf alle Fälle nichts besser. Aber der ist meines Wissens auch noch in seiner Warm-Up-Lab. Und das ist ja hier nur ein bisschen, ja,
anstrengend, so eine Warm-Up-Lap abzuwarten. Deswegen gucken wir mal weiter. Da haben wir den Federico Caradore. Ach nee, Quatsch, haben wir gar nicht. David Consolaro. Aber jetzt müsste man wirklich mal wissen, wo bitte ist denn hier die Reihenfolge in diesem Ding? Also ich blick's nicht, sorry, aber muss ich hier irgendwas refreshen oder... Ah, wir haben etwas Fantastisches, sehe ich gerade. Also wenn, vielleicht stimmt ja das wenigstens in dieser komischen Anzeige hier. 35,6 Grad Strecktemperatur. Nee, ja, nee, Lufttemperatur. Und 30% Luftfeuchtigkeit. Was auch immer das für eine Anzeige sein soll. Aber immerhin, es ist bullig warm hier auf der Nordschleife. Also Leute, wenn euch das zu Hause alle ein bisschen zu kalt ist, zack, ab in die U-Bahn und nix wie in die Eifel. Und dann könnt ihr da richtig mal euch wärmen. So. Aha, 5 Sekunden Rückstand. Na, das, ich bin mir noch relativ sicher. Der gute Lorenzo hat hier aber auch wirklich ein paar Probleme, weil die Strecke ist ja nun weiß Gott lang genug, aber der kommt hier immer irgendwie in Verkehr. So, schauen wir mal. So, hier haben wir den Ligier mit der Gitan-Werbung. Sehr schön, sehr hübsch. Also ich verstehe es immer noch nicht. Das Lifetiming zeigt mir was ganz anderes an als das hier. Oder sind das andere Namen? Oder? Ja, hier sehr schöne Kameraeinstellung. Zufahrt hier ins Karussell. Ganz großartig. So, und jetzt ist er da ordentlich vorbei, aber ich denke mal, die Rundenzeit wird wohl dann eher zum Wegwerfen. So es denn schon eine ist. Wir schauen einfach mal weiter, wen wir hier noch so haben. Giacomelli. Thomas. Bastinazzo, Pacino, Borghesani. Ach hey, was ist das denn hier? Ja, der soll sich selber verlesen, sorry, aber... Lucchini, Colombo, oder Colombo. Upsala, schöner Abflug. Großartig getroffen, den Körb. Caradore. Riccardi. Hier auf der 13. 14. Bieler. Ich suche hier eigentlich mal irgendwie eine Paarung, die da vielleicht im Doppelpack oder sogar zu dritt. Weil ich meine, im Quali ist das wohl eher schwierig zu finden. Also für die, die jetzt erst zuschalten, weil es ist ja auf der Webseite, glaube ich, 21:45 angekündigt worden, auf Simrace.TV 21:30, deswegen habe ich jetzt hier überhaupt angefangen, damit wir das nicht nochmal korrigieren müssen, sieht ja mal ein bisschen doof aus. Stellt euch vor, Wetten, das fängt eine Viertelstunde später an und die haben nicht mal so viele Zuschauer wie wir, also von daher, ja. So, und hier haben wir den Mr. Organisator, Stefano Schivari. So, und er hat gesagt, ich soll mal irgendwo Wetten abschließen, wie viele Bäume er mitnimmt. Gut, also Bäume wird wohl eher schwierig bei den Leitplanken hier, aber ich denke mal, ich verstehe, was er meinte. Er ist wohl nicht so ganz der Schnellste, aber das ist halt immer so, wenn man organisiert, hat man, sag ich, keine Zeit zum Training. Und ich halte es teilweise sogar für kontraproduktiv, wenn man selber fährt und gleichzeitig irgendwas organisiert. Aber, na gut, das muss jeder selber wissen. Uiuiuiuiuiui, das geht hier ganz schön kreuzerbunter durcheinander.
Nee, wir bleiben. Upsala, wo ist er denn jetzt hin? Also hier ist jedenfalls ganz schön. Und wir sind jetzt auf Platz 26. Ja, und so langsam wird's voll hier, ihr Lieben. Wir sind jetzt bis Platz 31. Genauso sieht's aus. So, Mr. Arisi hat hier noch massive Probleme, die Zeiten zu gehen, die da ganz vorne gefahren werden. Also wir sehen hier eine 6:32.102. Ich schaue jetzt mal einfach hier in das Timing von R-Faktor, weil es ist mir jetzt hier alles ein bisschen seltsam. Also er hat 4,5 Sekunden Rückstand, 9 Sekunden zurück ist der David Consolaro, Tomasz Giacomelli hier auf der 4, Franco Toma auf der 5, der Basti Nazzo auf der 6, Michele Borghesani auf der 7, Alberto Pacino auf der 8, Roberto Alaino, ich weiß es nicht. Ach, ich hab dem Stefano heute schon gesagt, das ist, ich hoffe, die Jungs haben da Verständnis für. Also erstmal hier diese, der möge sich mal zurückfallen lassen hier, dieser Luca, 3 Rakali, Chosa oder, oh, jetzt fährt der auch noch auf 6 vor. Ach, Herr Emini, dann haben wir den auch noch vorne mit dabei. Das ist natürlich ganz gut. Ja gut, so, jetzt machen wir das erstmal wieder groß hier, damit ihr wieder ein bisschen was von der Strecke seht. Weil, halt, groß hatte ich doch gesagt. So, also, Bild, ne? Ja, ihr wisst schon. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir gucken hier mal bei Toma. So, wenn wir jetzt wissen, ah, Franco Toma. Ja. Es ist wirklich nicht einfach. Schön gelb, das Auto. Das muss man sagen. Aber mache ich hier irgendwas falsch? Oder, ich will doch nur, nein, ich will nicht ins Game joinen. So, was habe ich jetzt eben gemacht? Oh, jetzt geht hier gar nichts mehr. Ach du meine... Kann mir mal einer erklären, warum das hier... Warum die Autos alle brennen? Weil hier brennt gar kein Auto auf der Strecke. Also das ist irgendwie sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, dieses Tool. Und so toll es aussieht, ihr Lieben. Also ist ja wirklich nett gemacht, aber ganz ehrlich... was die Übersichtlichkeit betrifft... Nee. So... Außerdem ist es auch noch schweinlangsam. Nee, also da habe ich mir mehr von versprochen. Das ist das erste Mal, dass ich damit moderieren muss. Genau, wir wollen doch eigentlich nur das Live-Timing... Der jetzt hier. Ach, hör mal. Ja gut, wir haben noch 23 Minuten. Und ich denke mal, wir werden noch so 7-8 Minuten warten und dann wird es hier prickelnd. Ich weiß nicht, wie der Server hier eingestellt ist. Was sehe ich denn jetzt? Aha. Na toll. Toll. Konsistenzen sehen wir hier. Vielleicht hätte man sich tatsächlich vorher mal mit beschäftigen sollen, aber ich sehe jetzt nur noch 8 Leute. Tut mir leid. Vollbildmodus. Ich lach mich tot.
wenn man hier diesen ganzen Klumpatsch hier mal wegblenden könnte, dann wäre das nochmal viel sinnvoller. Tja. Gut. Machen wir das wieder so, wie es war. Großartig. Also, meine Damen und Herren, wir sind hier auf der Nordschleife zu einem ziemlich waghalsigen Event. Also die Organisatoren haben hier alles aufgeboten, um hier ein, ja, richtig tolles Jahresabschlussevent für die Jungs von Iron Sim Racing zu bieten. Und ja, das tun die hier auch auf der Nordschleife mit der historischen Formel 1 von 1979. Ich bin 91 gesagt, ich hoffe mal nicht. So, jetzt werden wir mal hoffen, dass Mr. Arisi hier jetzt mal ein bisschen was dazulegt. Also er ist jetzt schon mal besser unterwegs. Aber das wird noch nicht so wahnsinnig viel nutzen. Ich glaube, der ist jetzt auch schon wieder langsam unterwegs, oder? Ach nee, das war jemand anders. Nee. Also, ich denke mal, der guckt jetzt hier, ändert noch eine Kleinigkeit und dann wird er eventuell versuchen, was ist jetzt passiert? Wieso kriege ich jetzt auf einmal ein anderes Auto? Jetzt ist er weg. Ah, jetzt ist er weg. Okay. So, na, da sind wir mal gespannt. So, und Mr. ISR Barbach, der fährt hier eine schnellste Zeit nach der anderen, hat hier schon wieder fast eine Zehntel oder über eine Zehntel Vorsprung, aber gut, was ist eine Zehntel auf der Nordschleife? Ich denke mal, wir haben hier doch Mörderspaß, also ja. Und ich hoffe, ihr guckt hier alle zu. Ich sehe, Elia Costa ist da in Simracing.org. Ein paar andere gucken auch. Ich weiß nicht wo. Ja, Jens, du bist hier, oder was? Das ist ja wohl der Nee, der ist ein Page. Das kann ja auch nicht sein. Oder guckst du etwa auf der über die Seite oben? Da wirst du aber hin. Leider ist das Lifetiming von uns mit drin. Nee, also dann macht mal hier richtig schön. Ja, Jens, also wenn du was hast, dann komm hier in den Teamspeak und lass mich hier nicht alleine rumsitzen. Hä? Keine Sorge, ich weiß genauso viel wie du. Wenn du jetzt nichts weißt. Weiß man ja dann gerade die Strecke. So. Wer eigentlich alles gesagt? Können wir aufhören oder wollen wir uns das noch ein bisschen angucken? Nee. Ich denke mal, den Start nehmen wir uns damit hin. Jetzt gucken wir mal, ob Mr. Arisi... Nee, der ist noch nicht wieder da, wenn ich das hier richtig sehe. Damit haben wir jetzt den... Wie heißt das denn? Ja, in meiner Liste ist er hier wieder nicht mehr drin. Gucken wir mal in die andere... David Consolaro, den haben wir jetzt hier auf Position 2 und der versucht jetzt hier vielleicht nochmal da vorne anzugreifen, dem Jungen von der ISR oder vom ISR, den Barabach, ich weiß es nicht, ist auch Banane, es ist sowas von egal. So, Simrace.TV sagt E-Mail, so, da bin ich mal gespannt. Aha, ein Benutzer hat sich eingeloggt. So, wer denn? Cool Number 9. Du seist gegrüßt. Cool Number 9.
So. Wie sieht's denn hier ganz hinten aus? So, da haben wir noch einen Jungen von der ISR, nämlich den Fabri. Oh, der sucht aber noch ein bisschen nach der Ideallinie, habe ich den Eindruck. Ah, das wäre ein schönes rotes Auto. Steht Fiat drauf. Da dürfen wir dreimal raten. Ich wundere mich sowieso, warum die nicht alle mit dem einen Auto fahren, aber der Lokalpatriotismus ist wohl dann doch nicht mehr so, wie er mal war. Oder die Autos sind scheiße. Ja. Aber nichts gesagt jetzt, ne? Also, Gottes Willen. So. So, Mr. Barabach ist nach wie vor auf der 1. Fährt zwar jetzt keine Bestzeiten mehr, aber dafür fährt er seine sehr nah an seine Bestzeit ran und immer sehr, sehr konstant unterwegs. Wollen wir mal schauen, ob das dann auch... Ah, Mr. Reezy ist wieder da. Mr. Reezy... Ups, was jetzt? Hat er nochmal schnell das Auto gewechselt oder wie sehe ich das? Wen haben wir hier? Ja, das ist er. So, der wartet jetzt hier. Oh, da kommen ganz viele. Also, gut gebrieft sind sie, die Herrschaften. Hier aus dem alten Fahrerlager raus wird hier auf die Strecke gefahren. Und, Mann. Naja, sind wir mal gespannt. Ich habe auch keinen Plan, ob die hier einen Boxenstopp machen müssen. Das hätte ich den Stefano noch fragen sollen. Habe ich aber vergessen. Ist mir vorhin erst eingefallen, da war er schon auf der Strecke. So, was ist jetzt hier, Mr. Reezy? Also allzu viel Zeit hast du nicht mehr, weil wenn der Server hier... Ja gut, 6,5-7 Minuten, also er müsste jetzt aber irgendwann raus. So, der David Contolaro hier auf der 4. Boah, geil. Die springen hier auch, wie sie es gehört. Franco Thoma, der 5. So, und Pacino auf der 6. Bitte, jetzt hilf mir doch mal jemand und sag mir, wie in Gottes Namen ich hier diese Liste aktualisiert kriege. Also, hier stimmt nichts. So, jetzt habe ich hier mit der rechten Maustaste geklickt, jetzt geht hier gar nichts mehr. Jetzt ist mein Ding hier abgestürzt, oder? Was bitte haben wir denn jetzt hier? Ich weiß es nicht. Mein Firefox sagt nichts mehr hier. Ich kann nichts mehr anklicken. So, probieren wir es nochmal. No game selected. Aha. So, dann selecten wir mal ein Game. Ja, wir haben noch 13 Minuten und jetzt wird es langsam spannend, denke ich mal. Also, Mr. Barabar ist jetzt in der Box. Aber Reezy ist unterwegs. Also hat sein... Ah, jetzt habe ich auch ein... Ich krieg hier Live-Daten. Ich drehe durch. Ja, wie großartig. Vielen, vielen Dank.
Das ist ja mal sensationell gut. So, da haben wir Mr. Arisi. Mr. Arisi ist auf Position 2. Wenn ich ihn jetzt sehen würde, wo er denn gerade fährt hier auf diesem Rondell. Ah, da oben ist er. Da oben ist er. Ah, den kann man aber nicht anklicken. Aha, okay. Da sieht man nur einen Namen. Aber wir sehen ihn ja hier. Wir sehen ihn ja hier im Game. Junge, Junge, Junge. Mutig, mutig. So, das war dann wohl nicht mit der Runde. Ja. Da war er etwas ungestüm. Aber er hat noch Zeit für eine zweite Runde. Ja, ich glaube, jetzt ist aber hier auch gegessen, das Ganze. Na, eingeschlagen ist er nicht. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Autos hier beschädigt werden bei solchen Ausflügen. Soll es ja geben. Genau wie die Tatsache, dass man sich auf abgefallenen Teilen die Reifen plattfahren kann. Das war wohl auch wieder so ein heimlich eingeschobenes Update von ASI, was keiner gemerkt hat. Jetzt sind wir mal ehrlich, die kontrollieren doch sowieso alle unsere PCs. Ne? Ja, spätestens seitdem Frank Geier Software entwickelt. Na gut. So gut, hier die Runde, die können wir schmatzen und schmatzen. Da brauchen wir jetzt gar nicht großartig. Da wird nichts passieren. Also das hat er vergeigt. Giacomelli ist soweit auch zufrieden mit dem, was er hat, nämlich Platz 3. Würde ich meinen. So, gucken wir mal, was hier David Consolaro macht. Der fährt hier verdammt schnell. Aber auch mit 8 Sekunden Rückstand. So, und da geht's man geradeaus. Eieieiei. Tja, das war's dann auch. So, hier müssen wir mal gucken, weil er hier wieder. Ja, der hat noch ein Stück des Weges. So, Thomas hat keine Zeit. Also, wird nicht gezeitet momentan. So, aber Bacino. Alberto. Alberto Bacino. Aber der hat im zweiten Sektor hier schon eine mörderschlechte Zeit gefahren. Der erste war auch nicht so der Brüller. Ja, und wie gesagt, wir haben bei Risi haben wir ja gesehen, vorne die erste Runden, die erste Sektorenzeit schon 10 Sekunden langsamer als der schnellste. So. Gucken wir mal. Das Schlimme ist, man sieht immer nicht so wirklich, haben die noch einen Frontflügel, weil die Dinger sind ja eher so Indica-like. Also, ja, er springt aber auch überall. Also vielleicht gibt es ja hier spezielle Nordschleifen-Frontteile.
Ja, also keine Ahnung. So Mädels, während wir jetzt hier gespannt die letzten 7 Minuten 26 gerade uns noch anschauen, spiele ich noch einmal ganz kurz das Video ein und ich komme dann sofort zurück, weil ich muss auch nochmal aufs Knöpfchen drücken, sonst geht das hier ohne Kaffee ab, weil ich glaube, da ist nachher so spannend, da habe ich keine Zeit mehr dafür. Also, wir sind gleich wieder da, außerdem muss ich mir mal das Näschen schneuzen, ne? Also, bis gleich. Marco, das Video ist zu kurz. Das müssen wir hier noch besser hinkriegen. Also, das war ja ein ganz schlechtes Timing jetzt. Kaffee ist noch nicht mal fertig. So, jetzt aber. So, Lorenzo Arisi ist jetzt nochmal rausgegangen, aber das wird wohl noch eine Weile dauern und ich hoffe für ihn und all die anderen. Ah, die können, ach, die beginnen hier ihre Runde, ja, sehr geil. Wusste ich nicht. Sorry, sorry, sorry. Dann hat er jetzt hier nochmal eine volle Runde. Das war schon nicht so der Brüller. Jetzt bleiben wir mal hier im Cockpit. Jetzt machen wir mal tatsächlich was anderes. Probieren wir das mal. Gehen mal hier auf Rennen. Und schauen uns das Ganze hier mal mit Tacho an. Damit wir mal hier ein paar Geschwindigkeiten sehen. Ah, das sieht schon mal nicht schlecht aus. So, jetzt mal schauen, was jetzt hier geht. So, jetzt hier oben über diese Kuppe rüber. Upsala, ja. Also 200 sind wir in der Kurve hier oben, aber dann geht der 2 mit der Elise auch gefahren. Ja. So, naja, gut, jetzt wird es langsam schneller. Volles Risiko und das war's. Das war's, das war's, das war's und tschüss, aus und weg und gut, zweiter Platz. Also da geht nichts mehr. Da ist Feierabend. Ja, also bye bye Lorenzo. Naja, bye bye kann man ja nun wirklich nicht sagen. Zweiter Platz hier in so einem Fahrerfeld, das ist ja nun auch schon mal eine Leistung. Also da muss man ja nicht. No? Und gut. Gucken wir mal, ist hier noch irgendjemand auf dem Weg zu einer Top-Zeit. Also sieht hier momentan nicht so aus. Den ersten Sektor kriegen doch alle relativ gut. Wobei, ja, oh, ich sehe gerade, Barama ist nochmal rausgegangen. Warum? Da ist er. Hat aber einen sehr, sehr schlechten ersten Sektor gefahren. 5 Sekunden langsamer als Arisi vorher. Unwahrscheinlich, dass er da nochmal rankommt.
So, was ist mit der 32? Aha, 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 okay. So, gut, dann können wir das hier auch wieder abbrechen. Dann gehen wir mal live wieder. Und, ja, jetzt gucken wir erstmal, wie viele Autos sind denn jetzt hier, nur, weiß Gott, jetzt wirklich am Ende des Qualifyings hier. Also es sind 30 Fahrer, 31 sind am Server, da bin, ist natürlich mein Auto noch dabei. Wo haben wir den überhaupt? Da ist er, da ist er. Belegt einen schönen Startplatz, also hat man hier fein gepflastert. Noch habe ich auch wirklich gesagt, also ich stelle mein Auto nicht irgendwo ins Gras, kommt nicht in die Tüte. So. So, wollen wir mal unten gehen, was die Jungs im italienischen Stream machen. Tun wir doch mal. Gehen wir mal gucken. Wie viele Zuschauer haben die denn so? 20. Ja, also es könnte mal wirklich noch ein bisschen mehr werden, ihr Lieben. Also ich bin da etwas enttäuscht. Also bitte, bitte, holt eure Jungs ran hier. Die sollen bitte schön schauen hier, dass hier noch ein bisschen was geht. Also ich denke mal, das ist richtig geile Action, die hier heute geboten wird. Und ich denke mal auch, dass es würde... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland eine Community gibt, die hier 30 Fahrer auf die Nordschleife kriegen mit Formel 1 Autos. Können wir nur diese weichgespülten, geschlossenen Autos fahren. Ja, der erzählt da fleißig. Feine Sache. So, dann gehen wir mal hier wieder und gucken mal, wie viele Zuschauer wir haben. Oh, 31. Wir führen. Deutschland führt. Germany, Italy, 31-26. Ja, ist fast wie bei der Fußballweltmeisterschaft. Ja, fast. So, ihr Lieben. Gut, aber Mr. Barbara, Barbara brauchen wir jetzt hier auch nicht zugucken, weil der macht nichts mehr. Der führt, der ist schon ganz vorne, so, und der Rest ist hier auch drin. Die Zeit ist abgelaufen, also hier kann oh, hier haben wir noch was, richtig spannend, und zwar der David, und so sieht das aus, wenn man Platz machen will. Da ist das Auto eigentlich schon für die Tonne. Sondermüll, logischerweise. Naja gut, also was er da hinten noch rumwirkt, da ist nicht mehr viel zu holen. Ich dachte mal, hier gab es mal irgendwie drei Kameras, aber scheinbar dann doch nicht mehr. So, dann haben wir mehr oder weniger einen Endstand. Ah, sehr schön, hier kriegt man wenigstens... Ja gut, also jetzt langsam fange ich an, dieses Ding zu verstehen. Und dieses Live-Timing, also hat natürlich den großen Vorteil, dass man hier alle im Blick hat. Eine Lupe wäre halt nett. Ja, ist nicht so, dass ich schlecht sehen würde. Aber gut. Also, die Jungs von ISR, und zwar der Baraba, der steht ganz vorne auf der 1. Neben ihm Lorenzo Arisi, Thomas Giacomelli und David Consolaro in der zweiten Startreihe. Franco Toma und Alberto Pacino in der dritten Startreihe, vierte Startreihe. Wieder ein Jungen von der ISR, nämlich der Bastinazzo. Und neben ihm steht Luca Racali. Ich habe keine Ahnung, was diese drei davor soll. Tracali oder Tricali oder Tricali. Ich habe keine Ahnung. Michele Borghesani auf der 9, auf der 10 Roberto Alaimo,
oder Alaimo auf der 11, Lucchini auf der 12, Colombo auf der 13, Caradore auf der 14, Ricciardi, Wieler auf der 15, Chivari auf der 16, mein lieber Stefano, da musst du mal noch ein bisschen, also da will ich noch ein bisschen mehr sehen von dir. So, Correla auf der 17, Galota auf der 18, Mariani auf der 19, 20 für Paglia, 21 Hiedel, Dave, nee, das wird wohl ein Engländer sein, Dave Hyde, denke ich mal. 22 Diego Ferretti auf der 23, Robert Kenny, Christian Naso auf der 24, Mimmo Bettinelli auf der 25, Marzio Sala auf der 26, Simrace.TV auf der 27. Da sind aber hier, die haben noch keine gezeitete Runde. Ja. Und zwar der Adam Farmer, dann ein Ugo und Simone Fileri und dann noch ein Fabri. Die haben alle noch keine gezeitete Runde. Das liegt aber daran, dass wahrscheinlich der Ugo und der Fabri auch gar keine Namen haben, so richtig. Macht nichts. Macht nichts, dafür habt ihr keine Runde. So. Also. Passiert hier noch was? Nö, hier passiert eigentlich nichts mehr. Also wenn ich das hier so richtig sehe. Wer ist das hier? Consolaro. Der fährt eigentlich auf der 4. Und wenn ich das hier richtig sehe, hat der aber auch keine Zeit. Nö. Also der kommt jetzt einfach in die Box. Der ärgert jetzt noch so ein bisschen die Orga, die jetzt vielleicht gerne weiterschalten würde. Das aber nicht tun kann, weil der Junge noch auf der Strecke ist. Die Tricks kennen wir alle. Ja. Sim Racer sind sowieso die Letzten. Also, ne? Ja. Ja, die Letzten waren Männer. Gerade noch so die Kurve gekriegt, Egger. Ja. Also ich muss sagen, meine Freundin hat eine neue Kaffeesorte gekauft. Ist jetzt von 7,99 das Kilo oder der Waggon auf 8,99 gekommen. Merkt man schon. Muss ich sagen, merkt man den Unterschied. Top. Allerdings kann ich es auch verstehen, weil bei dem Konsum, der hier stattfindet, wäre das die Pleite eines jeden Normalverdieners, wenn man hier, weiß ich nicht, 12, 13, 15 Euro Kaffee kaufen würde. Gut. So, jetzt wollen wir mal hoffen. Dass das hoffentlich vielleicht doch nur eine Zeit ist, denn so wie er fährt, vielleicht wird die uns hier nur nicht mehr angezeigt. So, jetzt diese schöne mörderlange Gerade. In Fachkreisen auch Döttinger Höhe genannt. Ich finde das immer völlig albern, diese ganzen Kurvennamen. Wie sie alle brüsten. Ich erwähne die mit Absicht nicht. Ich kenne die mittlerweile tatsächlich schon. Ich hoffe, man glaubt mir das auch. Nicht das erste Rennen, was wir hier kommentieren. Aber nö. Ich finde das doof. Ich finde das einfach doof. So. Okay. Jetzt geht der nochmal auf eine Gezeite? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, ihr Lieben. Also das wird nicht funktionieren. In die Box kommt er jedenfalls nicht. Orga. Kommentator an Orga. Was ist das denn? Was macht denn der da? Ach, nee, null. Hunger. Ja, egal. So. Nee, das ist die falsche Tasse. Das war die mit dem Spülwasser. Gerade noch gemerkt. So, ist hier eigentlich jemand bei mir im TS oder traut sich nur nichts zu sagen oder bin ich hier ganz alleine? Bin hier ganz alleine. Ich bin so alleine. Also, dass der Jens im Forum war und nicht hier reingekommen ist, das ist wirklich, Jens, also muss ich ehrlich sagen, trotz Frau und Kind und was du immer alles für Ausreden hast, das verzeih ich dir nicht.
ehrlich, das ist mich hier bei so einem Event allein zu lassen. Ja, natürlich verzeihe ich dir das. Trotzdem finde ich es mopsig. So. Okay, ich denke mal, das war's jetzt. Genau, jetzt haben wir, sind wir im Warm-up. Und ich denke mal, wir haben die jetzt wirklich ganz sichere, endgültige Aufstellung, weil muss jetzt. Also, Baraba vor Arisi und Giacomelli auf der 3, auf der 4, Consolaro auf der 5, Thoma auf der 6, Pacino, Bastinazzo auf der 7, auf der 8, wer auch immer, auf der 9, Borghisani, auf der 10, Alaimo, Lucchini auf der 11, Colombo auf der 12, auf der 13 haben wir Caradore, auf der 14 haben wir Ricciardi, Bila auf der 15 und ja, mach mal die Top 16, ne, Stefan, und das sind wir dir schuldig. Aber ich sehe hier gerade der Didier Coquillat, also Französisch ist genauso gut wie mein Italienisch, hat hier ein Admin-Sternchen, also der hat hier auch irgendwas zu sagen, dann lesen wir ihn mal noch mit Vorsicherheit halber, nicht, dass er uns hier einen Hahn abdreht. So, genau. Ach, herrje, ja, wir haben zwei Simrace.TV, ja, logisch, klar. Klar, klar, klar. Also sind wir jetzt 31 Fahrer. Wir sind 31 Fahrer. Nee, wir sind 30 Fahrer. Ja, also zwei müssen wir abziehen. 32 Autos auf dem Track. Auf dem Ufentrack. Und, so, das war's jetzt. Ach nee, nicht. Und zweimal Simrace.TV. Einmal Simrace.TV 1 und einmal Simrace.TV 1. Hätte man vielleicht umbenennen sollen. Aber gut. Dafür hat der eine das eine Auto und der andere das andere. Sehr witzig, Herr Enger. So. Mr. Baraba fährt schon wieder. Also ich meine, der muss ja irgendwo... Ja, der muss das schon geil finden. Klar, wenn man hier auf Pol fährt. Aber mal ganz ehrlich, wer will hier auf Pol stehen? Ich meine, der fährt vorne los. Wenn er Glück hat, hat er auch noch einen guten Start. Und dann fährt er da diese 6 Runden vorne weg und nichts passiert. Also 6 Runden sind höchstwahrscheinlich auch zu kurz zum Überrunden. Und man weiß es nicht, ob der eine oder andere so heavy crasht, dass er in die Box muss. Ich weiß nicht, ob hier jemand in die Box fährt, wenn er einen Crash hat. Eher unwahrscheinlich bei 6 Runden. Also das Ganze dauert jetzt so, ja, nehmen wir mal die Runde mit 7 Minuten, dann kann man uns das ausrechnen, 42 Minuten, sagen wir mal ganz grob. Dreiviertel Stunde rennen und dann haben wir es eigentlich auch schon hinter uns. So Mädels, jetzt mobilisiert nochmal alle, die ihr noch irgendwo, weiß ich nicht, im Keller sitzen habt. Holt die hoch vor die Bildschirme. Die mögen bitte hier jetzt gucken. Die Autos finde ich ja total witzig hier. Diese Mercedes und BMWs, was ist das da vorne? Ist das ein Golf 2 oder was soll das? Ach nee, das ist nochmal Mercedes. Ah ja, okay. Ja, großartig. Also vor allem die BMWs sehen so aus, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Deren Mercedes finde ich ein bisschen eckig. So. Meister Baraba. 1 Minute 50 hast du noch. Schauen wir mal, was die Jungs ans Hinten machen. Der fährt nicht mehr. Der fährt auch nicht. Und Ugo sagt auch nichts. Nö, die haben alle keinen Bock hier hinten. Doch, die haben einen. Fettinelli fährt. Ich glaube, das sind Dinge, die muss man nicht unbedingt immer verstehen.